Hallo Freunde der abseitigen und geschmacklosen Filmunterhaltung und Filmkunst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgegraben. Und es sind jetzt nun mehr als 3 Monate ins Land gezogen, wo es an dieser Stelle nichts Neues gab. Deswegen beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit einem sehr wirklich heiklen Thema, und zwar der Zwangsabtreibung in dem 1990 erschienenen Film Der Säugling, aka The Suckling. Die einzige Regiearbeit von Francis Terry, eigentlich ein recht interessanter Film, der trotz sehr untalentierter Darsteller und billiger Sperrholzkulissen irgendwo zu überzeugen weiß, sicherlich mit einem der interessantesten und krudesten und putzigsten Monsterdesigns, die man ever gesehen hat. Am Anfang wird uns der Film aufgrund von Texttafeln als ein Film verkauft, der auf wahren Begebenheiten basiert. Das Ganze spielt in den 70ern. Es geht um ein junges Paar, was in einen Puff geht, der auch als illegale Abtreibungsklinik geführt wird von Big Mama, der Abtreibungsspezialistin, und natürlich Puffmutter in Spee, und dort sind natürlich auch ihre Mädels Candy, Mandy, Brandy und Chantal. Natürlich gibt es noch den Türsteher Action Jackson und den wirklich absolut asozialen kriminellen Axel. Und natürlich noch einige Kunden, die sich dort gut tun lassen, mit Propellerköpfchen und Gumminudel in der Hand. Und damit ist natürlich mehr oder weniger die Riege an Charakteren für diesen abstrusen Morgs natürlich perfekt. Natürlich möchte die junge Frau das Kind eigentlich gar nicht abtreiben, allerdings wird sie betäubt und dann wird die Abtreibung durchgeführt mit einem Kleiderbügel, auf den nach getaner Arbeit dann auch wieder etwas aufgehängt wird. Ja, die nehmen es ja mit der Hygiene wirklich sehr genau, nur landet der ziemlich groß geratene Fötus leider in einer komplett falschen Abteilung, nicht in der handelsüblichen Kackabteilung, nein, sondern in der Abteilung mit chemischen Fässern, wer auch immer die unten gelagert hat, und dadurch fängt der Fötus an zu mutieren und wird zu einem übellaunigen, bösartigen Monster, dessen Motivation sich allerdings erst ganz am Ende offenbart, und die ist recht interessant geraten, mitsamt einiger recht kruder Szenen. Ja, die Protagonisten, unsere vermeintlichen Helden, die keine sind, die absolut unsympathisch sind und einen dämlichen Joke nach dem anderen reißen und sich nicht sonderlich intelligent anstellen, kommen aus dem Haus dann kurioserweise nicht mehr raus, nachdem das ganze Haus von einer riesigen Plazenta umhüllt worden ist. Mutterkuchen Deluxe würde man fast schon sagen, nur wenn sie sich dadurch bewegen, sieht das Ganze aus wie eine Mixtur aus Fenstervorhängen und Kleidergarn, den man irgendwie noch verwenden musste. Sparsam werden die Effekte hier angedeutet, während für einige wenige Gore-Splatter-Effekte schon ein bisschen mehr Budget vorhanden war und das Monster relativ gut dargestellt worden ist und immer mal wieder an den passenden Stellen auftaucht. Ansonsten gibt es Suckling, der Zeugling, am Ende einem keine Botschaft mit auf dem Weg. Man sieht hier einen wirklich kruden Mischmasch aus wirklich degenerativen Charakteren, die sich wirklich sondergleichen dämlich anstellen und die allesamt einen recht kruden und bösartigen Tod verdient haben. Und eine gewisse Pointe, die am Ende des Films kommt und dann auch noch mit einer recht geschmackvollen Szene einherkommt, die sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass der Film sehr, sehr lange auf dem Index stand. Wobei man sagen muss, ist, dass es Suckling weitaus weniger eklig und geschmacklos ist, als man sich vorstellen würde. Nur halt aufgrund der Produktionsumstände sieht der Film halt nun so aus, wie er ist. Ziemlich scheiße, aber er macht auch, muss ich sagen, richtig viel her und richtig viel Spaß. Und bekommt deshalb von mir gute 7 von 10 abgetriebene Pümmelkolben aus der Hölle. Und ja, das war's auch mit dieser neuen Folge von Ausgegraben. Wenn ihr euch natürlich für mehr Stuff aus dem Hause Ausgegraben hier von diesem Kanal Lord Gamgam for the Other Side of Movies interessiert, könnt ihr euch natürlich die folgenden angegebenen Kritiken natürlich jetzt an dieser Stelle anklicken. Wenn ihr natürlich mutig genug seid, euch noch weiteren billigen Schund anzutun. Das war's jetzt auch mit dieser neuen Folge von Ausgegraben zu The Suckling. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu einer neuen geschmacksresistenten Folge von Ausgegraben. The Suckling. What is going on? We're locked in. Yes, trapped in a bordello. Mommy and Daddy must try and survive their wayward offspring. What happened to her? I mean to get out of here alive. The Suckling. What the hell is this?
If you're looking for nail-biting action and suspense, see The Suckling. The Suckling.